Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Weil ich es bei der gestrigen Folge Freitag also verpasst habe, wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und passt gut auf euch auf. Kommen wir zur App. Beziehungsweise bevor wir zur App kommen, ich habe heute im Internet bei Kashis Blog, auf Kashis Blog, wie auch immer, gelesen, dass der Entwickler die App Mr. Reader aufgibt. Mr. Reader ist ein Feedreader, den ich in Zusammenhang mit Feedly benutzt habe, beziehungsweise vorher mit Google Reader, glaube ich. Jetzt gibt es auf, man kann sicherlich die App, es gibt also keine Updates mehr, es gibt die App im Store nicht mehr. Noch könnte man die App natürlich auch einfach so verwenden, noch funktioniert sie. Aber irgendwie hatte ich da ein blödes Gefühl. Also, Alternative musste her. Was ich ein bisschen schade finde. Auf dem iPhone benutze ich unglaublich gerne die App Unread. Unread gibt es auch für das iPad. Aber ganz ehrlich, ich hatte noch jedenfalls keine Lust, noch einmal, ich glaube, 2,99, 3,99 zu zahlen, wie auch immer. Ich habe mich erinnert, dass ich irgendwann mal Reader 3 gekauft habe, was ja lange Zeit so der Nonplusultra Feedreader war. Also habe ich mir wieder Reader 3 auf dem iPad installiert, iPad 3 übrigens, und genau um die App soll es jetzt gehen. Universal App, also Name Reader 3, Universal App, 4,99 Euro teuer, Versionsnummer 3.0.1 liegt vor, Sprache Englisch, Größe 8,4 Megabyte. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hat bei 539 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Unterstützt werden nicht nur Feedly, sondern auch Feedbin, Feedwrangler, Fever, InnoReader, NewsBlur, The Old Reader, Instapaper, Readability, Minimal Reader und noch einige mehr. Es gibt verschiedene Themes. Es gibt Light, Classic, Dark, White und Black. Ja, und ihr könnt Artikel teilen zu ganz vielen verschiedenen Diensten. Safari Reading List, Quote FM, Buffer, Readability, Instapaper, Pocket Evernote, Pinboard, ZooTool, Delicious, App.net, Twitter, Facebook Messages, Mail und noch viele mehr über die iOS-eigene Sharing Extension. Wenn ihr einen Feedly-Account habt, macht Reader 3 genau das, was ihr wollt. Ihr loggt euch ein, es wird synchronisiert, ihr könnt einstellen, irgendwie wie viele Artikel synchronisiert werden sollen, etc. Und dann habt ihr auf dem iPad links die Liste der ungelesenen Artikel und rechts seht ihr dann den Artikel. Unten links ist ein Häkchen, wo ihr einfach alle Artikel, wenn ihr das wollt, als gelesen markieren könnt. Das Ganze sieht sehr schick aus, das sieht recht simpel aus, aber sehr schick. Ist eine kleine Umgewöhnung wieder, nachdem man jetzt lange Zeit auf dem iPad Mr. Reader benutzt hat, aber ich glaube, ich werde erstmal bei Reader 3 bleiben und grundsätzlich einfach eine Download-Empfehlung meinerseits dafür aussprechen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.